ass and turn up the sound. Hallo liebe MMA ohne Maske Soldaten und herzlich willkommen bei nächste Folge Cage Talk. Heute eine Special Folge mit Special Gast wie immer Julian. Julian, was geht ab? Wie geht's? Ah, mir geht's sehr, sehr gut. Ja, Special Folge, denn gestern wurden ganz besondere News bekannt, oder beziehungsweise schon am Freitag besondere News bekannt gegeben. Wir haben es jetzt den Tag nach Octagon 50 und genau am Freitag wurde bekannt gegeben, der Game Changer für nächstes Jahr bei Octagon fürs Leichtgewicht, also bis 70 Kilogramm. Haben wir das nicht gesagt? Genau, das haben wir auch sogar gesagt im Podcast. Also, Leute, ganz einfach, wenn ihr Octagon bezüglich auf dem neuesten Stand bleiben wollt, folgt MMA ohne Maske. Ohne Witz, ja. Macht das jetzt sofort. MMA ohne Maske folgen, abonnieren, attackieren, kommentieren, liken, alles Mögliche. Und da kriegt ihr die Infos aus der, sag ich mal, fast aus der ersten Hand, kann man schon sagen. Denn wir spekulieren oft und gerne, aber ich sage mal, ziemlich oft haben wir auch recht. Julia, nochmal eine Frage zum Erleichterung hier mal ein bisschen. Wie ist das Wetter heute draußen? Das Wetter ist mal wieder katastrophal. Ey, natürlich, es ist natürlich Winter. Ihr habt natürlich recht, auch in den Kommentaren. Wir sollten gar nicht rumheulen. Die Leute verstehen das nicht, warum du das sagst. Weil ich habe letztens drüber nachgedacht. Du bist ja jeden Tag da draußen. Das wissen wir. Stimmt, die Leute verstehen nicht. Ich arbeite draußen, ich arbeite hauptberuflich als Gärtner, also Garten- und Landschaftsbau. Da merke ich das natürlich noch viel, viel mehr. Als wenn man halt irgendwo drinnen arbeitet oder so, denkst, ja, schön, es ist kalt draußen, aber ist mir egal. Ich merke es natürlich noch viel, viel mehr. Ja, Mann. Deswegen thematisiere ich das natürlich auch immer. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt natürlich recht, es ist Winter, es ist kalt, es ist Scheißwetter, habt ihr natürlich vollkommen recht. Das war jetzt das beste Werbung für Julian, also alle ältere Damen, die gerade mal live zuschauen, ja, der Julian ist ein Gärtner und er hat am Wochenende immer Zeit. ja, genau, ich habe immer super viel Zeit. Hey, okay. Cool, okay. Das haben wir schon mal jetzt abgehakt. Ne? Diesen Joke musste ich mir auf jeden Fall leisten an der Stelle. Und wie du schon mal gesagt hast, wir sprechen heute über Octagon Tippsport Game Changer 70 Kilogramm für Jahr 2024. Und wir haben schon mal teilweise auch Teilnehmer bekannt. Wir müssen von vornherein sagen, es werden 20 Teilnehmer bekannt gegeben. Auf einige muss man noch warten, denn laut Promoter sind da, glaube ich, aktuell 11 Namen in Gespräch für die letzten 4 Plätze. Ne? Weil es werden 16 sein, plus 4 als Ersatzkämpfer. Also Ersatzkämpfer. Ja, also es wird wahrscheinlich 2 Ersatzkämpfe wieder geben. Deswegen die 20, korrekt, also 16 20. Im Hauptfeld und 4, die praktisch ja, um die Reserveplätze, wie es auch schon im letzten Game Changer mitbekommen habt, kämpfen, also dementsprechend 20. Jetzt sind aber 12 schon veröffentlicht worden am Freitag und wir werden die euch jetzt ein bisschen näher vorstellen. So sieht's aus und wundert euch nicht, wenn ich abends mal so nach unten schaue, denn heute ist es wirklich nach sehr, sehr, sehr langer Zeit, wo ich mal halt so ein paar Sachen hier aufgeschrieben habe, denn wir möchten alle so, sag ich mal, halbwegs vernünftig vorstellen, denn ihr kennt die eventuell nicht und deshalb haben wir uns da ein paar Sachen aufgeschrieben. Gut, dann ich würde mal anfangen und zwar ich fange mit meinem Landsmann an, Roland Ronny Paradeiser, und dazu kann man sagen, es ist der neue Champion von Octagon in Leichtgewicht, denn er hat gestern einen brutalen Kampf geliefert gegen Ivan Buchinger, aber darüber später, da sprechen wir in nächster Folge Cage Talk über den Octagon, was da los war in Ostrava. Roland Ronny Paradeiser, Kampfbilanz 18-8, er ist 26 Jahre alt und aktuell die Nummer 86 in World Ranking laut Fightmetrics. Er ist die Nummer 1 in Deutschland in Leichtgewicht. Ich habe tatsächlich nachgeschaut. In Tschechien auch Nummer 1. In Westeuropa Nummer 1. Doch in Osteuropa gehört ihm Platz Nummer 4. Vor ihm stehen Leute, die bei KSW kämpfen, wie zum Beispiel Szymanski, Tatarauli oder Formeta. Bei Octagon absolvierte er schon 16 Kämpfe mit Kampfbilanz 12-4. Von seinen 18 Kämpfen hat er 11 durch TKO gewonnen. Das heißt, 61% von seinen Siegen hat er sich durch
KO oder TKO geholt. Ich habe mal zusammengerechnet, seine letzten fünf Gegner, weißt du, was für eine krasse Kampfbilanz die hatten? Naja, hab ich Z jetzt nicht im Kopf. 92 zu 30. Boah, ey, das ist Also schon schon wirklich mal brutal. heftig. Also, aber du hast Cerrone schon muss gesagt. man sagen, er ist eigentlich seit Anfang an bei Octagon dabei. Wirklich sehr junger Kerl, 26 Jahre alt, 26 Profikämpfe. Puh. Und Ja, du Favorit. hast schon. Einer der größten Favoriten. Schon mal von Ja, vornherein. du hast auch schon gesagt, jetzt ein neuer Champion auch im Leichtgewicht. Wir werden mal sehen, wie es sich mit dem Titel verhält dann im Turnier, ob er den jedes Mal verteidigen muss oder ob es eine extra Regel gibt. Das steht noch nicht genau fest, aber auch was ich bemerkenswert finde, seine vier Niederlagen bei Octagon hat er auch gegen vier brutale Leute gemacht. Einmal gegen Keita hat er den verloren, gegen Kuznick hat er verloren, gegen Buchinger und gegen Legerski, also die Yes. absolute Leichtgewichtsspitze bei Octagon eigentlich. So ist das tatsächlich. Okay. Möchtest du noch was zum Roland Paradeiser sagen oder gehen wir zum nächsten Teilnehmer? Mich interessiert eine Sache. Wie sprichst du den Vornamen aus? Roland. Aber heißt er nicht Ronald? Dann Das habe ich heißt mich die Ronald. ganze Zeit gerade gefragt. Ah, stimmt. Ey, ich habe falsch ausgesprochen. Ronald, natürlich, Ich Ronny. war die ganze. Okay, Okay, ich mein würde Fehler. sagen, wir kommen zum nächsten. Und zwar einer aus Deutschland. Konrad Dürschger ist auch mit dabei. Er steht aktuell 16 zu 2, kommt aus Deutschland, gebürtig aus Leipzig, trainiert im UFD-Gym. Er steht 2 zu 0 bei Octagon nach Siegen gegen Chiroki und gegen den Brasilianer Thiago Manchinha. Wie gesagt, zuletzt am 18.11. gegen Manchinha gewonnen. Ein sehr, sehr enger Kampf, aber man hat gesehen, er kann auch über seine Grenzen gehen nach seiner Verletzung. Zu seinem Kampfstil, ich würde sagen, ist ein guter Allrounder. Gutes Ring, aber auch gutes Striking. Und würde ich sogar auch sagen, gehört mit zu einem der Favoriten im Turnier, definitiv. 100%. Ich glaube, das ist gerade mal ein Format, den Conny sehr gut passen könnte. Und ja, da bin ich echt sehr gespannt. Ich habe ihm das tatsächlich auch in unserem Interview gefragt. Wenn du dich erinnerst, habe ich so gefragt: Ey, Conny, ich vermute mal oder man munkelt so nächstes Jahr Leichtgewicht, Deep Spot Game Changer Turnier, hättest du Bock und so? Und der meinte so: Mal schauen, mal schauen. Aber jetzt sieht das so aus, dass er wirklich Bock drauf hat. Nur könnte darüber nicht sprechen. Und das ist unsere Hoffnung aus Deutschland und also in den Turnier, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Denn, Fall. genau, wir haben noch einen Deutschen, darüber sprechen wir gleich. Aber vielleicht wäre da noch ein Platz für einen Deutschen. Aber darüber sprechen wir ganz am Ende, denn wir haben noch ein paar Namen, die unserer Meinung nach da noch teilnehmen könnten. Okay, Mach dann gerne mache ich einfach weiter. mal, mach ich mal einfach weiter mit dem nächsten Teilnehmer und zwar mit Mateusz Legerski, den du vor kurzem angesprochen hast. Ihm gehört die Platznummer 167 in Leichtgewicht weltweit laut Fight Metrics. Er kommt aus Polen, seine Kampfbilanz 10 zu 1, 10 Siege, eine Niederlage und er ist der erste Octagon Champion in 70 Kilogramm gewesen. Siegerserie von 3 Siegen, Octagon Team Stettin, ein sehr starker Team in seinen Rücken aus Polen. Bei KSW absolvierte 2 Profikämpfe mit Kampfbilanz 1 zu 1 und er hat eine Niederlage auf seinem Konto gegen Szymanski. Szymanski gehört, glaube ich, die Nummer 1 in Osteuropa, was Leichtgewicht angeht. Er ist ein sehr guter Stand-up-Fighter, aber im letzten Kampf gegen nicht Matusch, gegen Matej Kuznick zeigte er auch, dass er gut auf dem Boden arbeiten kann, dass er seinen Bodenkampf deutlich verbessert hat und dass der ein komplexer Fighter ist. Ja, was man auch nicht vergessen darf, im Octagon Cage oder bei Octagon steht er noch 7 zu 0, also ohne Niederlage, Unbesiegt. unbesiegt, und das auch gegen gute Gegner. Deshalb, vielleicht kriegt er seine erste Niederlage, aber ich würde auch sagen, schon zum Favoritenkreis, ne?
Er ist Da noch. kann man, glaube ich, wirklich fast Aber bei gefühlt wirst du allen jedem sagen, ne? tatsächlich, aber man hat das so noch vor Augen, als er jetzt gegen Kuznick gekämpft hat, bei vorletzte Veranstaltung von Octagon. Er hat sehr dominant gekämpft. Er ist wirklich sehr, sehr stark. Und er hat damals nach der Veranstaltung sogar Ronald Paradeiser herausgefordert zum Kampf um den Titel. Ja, einer Hat der er nicht Favoriten für mich auf jeden Fall. zuletzt gegen Richavi gekämpft? Nicht Im Ritual? zuletzt. Im Bratislava, doch. In Gegen Bratislava, aber danach hat er nochmal gegen Kuzny gekämpft, oder? Kuznik war, glaube ich, in Prag im Mai, meine ich. Ich meine, da war ich, das war das nämlich. Stimmt, genau so war das, ja. Müsste Kann sein, sein. dann verwechsle ich das. Ja, richtig. Gegen Rishabi, richtig. Genau. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Deutschen, nämlich Mo Grabinski. Nimmt jetzt auch am Leichtgewichtsturnier teil, nachdem er ja schon kurzfristig ins Weltergewichtsturnier eingesprungen ist, dort Kertesch ausgenockt hat, ist er jetzt auch im Leichtgewichtsturnier dabei, kehrt sozusagen zurück in die alte Gewichtsklasse. Mit dem, was viele nicht wissen, er hat früher im Leichtgewicht gekämpft, war auch bei der GMC schon Champion in Deutschland und wie gesagt, kehrt jetzt in die alte Gewichtsklasse zurück, in die leichtere Gewichtsklasse. Kampfbilanz 23 zu 9, 17 Kämpfe vorzeitig gewonnen. Steht aber 1 zu 2 bei Octagon, hat aber absolut brutale Leute gekämpft. Also das darf man nicht vergessen. Hat gegen Kertesz gewonnen, hat, glaube ich, gegen Michael Liedes und Apollo verloren, genau. Also auch absolut spitze da gekämpft. Genau, lang im Weltergewicht. Was haben wir hier noch? Ja, zwei Niederlagen in Folge. Aber nichtsdestotrotz Leichtgewicht, ich glaube, da hat er nochmal mehr Power. Ja, hundertprozentig. Bei Mo muss man sagen, es ist so ein Paradox. Er war Teilnehmer bei den 77 Kilogramm, wenn man sich richtig erinnert. Quasi noch dieses Jahr, nicht letztes Jahr, sondern bei der letzten Edition von Tipsport Game Changer. Da ist er eingesprungen. Und jetzt ist er wieder dabei bei 70 Kilogramm. Ich bin da so ein bisschen nicht skeptisch, sondern sehr vorsichtig, was das Gewicht angeht, weil ich bin ein riesen Mo Grabinski-Fan. Ich weiß nicht, ob 70 Kilogramm seine Gewichtsklasse ist, denn den habe ich schon mehrmals live gesehen und das ist ein Ochse, da muss man ehrlich sagen. Und zuletzt hat er tatsächlich auch ein bisschen Probleme bei dem Weight Cut in 77 Kilogramm gehabt. Und wenn man sich überlegt, 70,8 Kilogramm zu bringen. Wenn er das schafft, dann wird er einer der gefährlichsten Männer in den Turnier sein, denn er kann dann wirklich gut aufladen, aber auch nicht unbedingt so krass aufladen wie bei 77 Kilogramm, ne? Weil der Turnier muss man bedenken, in 2 Monaten kämpfst du mal wieder, wenn du weiterkommst. Ja, also bin gespannt, wie das mit dem Gewicht sein wird, aber muss man sagen, mit Abstand der erfahrenste Teilnehmer von allen aktuell, von den bekannten Namen. Okay, da machen wir weiter. Wir gehen jetzt nach Tschechien und wir sprechen mal kurz über Vlado Lengal. Und ich muss sagen, ich mag wirklich sehr Vlado, aber ich glaube, Tschechien hat einfach keinen adäquaten Teilnehmer gehabt. Dann schickt einfach Vlado Lengal. Vielleicht kannst du dich erinnern, der Vlado hat noch vor kurzem in Bantamgewicht gekämpft, Julian. Dann ist er in Federgewicht gegangen. Also ey, schon für Federgewicht finde ich, ich will nicht sagen klein, aber weißt du, was ich Schon meine? sehr klein, ja. Jetzt kann ich mir sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, dass da ein Ronny Paradeiser gegen Vlado Lengal kämpft. Das ist ein Riesenunterschied. Oder Grabinski gegen Lengal, ja. Das sind so Sehr zwei schon unfair. Gewichtsklassen oder drei Gewichtsklassen sogar Unterschied. Mag sein, dass ich mich da täusche. Nichtsdestotrotz, Vlado Lengal, der Platz Nummer 261 in Federgewicht bei Fightmatrix weltweit, repräsentiert Tschechien. Seit gestern steht er 6 zu 2. Sein letzter Kampf gegen Samuel Bark in einen sehr, sehr, sehr komischen Kampf verloren. Zwei Stand-up-Fighter haben aufeinander getroffen und es war alles Ja. anderes, als wir da erwartet haben. Er hat auf sein Konto 6 Siege und alle 6 Siege hat er sich vorzeitig durch K.O. oder T.K.O. geholt. Im Jahr 2022 absolvierte 12 Kämpfe in verschiedensten Disziplinen, MMA, Boxen, Kickboxen und Kampfbilanz 11 zu 1 für Jahr 2022. Kämpfte auch gegen Michael Degaschek auf Schweinitze.
Da war ich echt sehr überrascht, dass er den Kampf gewonnen hat. Er ist ein sehr guter Stand-up-Fighter. Sein Background ist Thai-Boxen. Und ja, ich sehe bei Genau. ihm zwei Probleme, was das Turnier angeht. Zum einen ist das Gewicht, denn ich glaube, 70 Kilo, er läuft, glaube ich, mit 70 Kilo rum, ne? Oder 72. Auf einer Seite Vorteil, weil du musst nicht cutten und so weiter und so fort, aber dann auf der anderen Seite die Jungs, die mit 82, 84 rumlaufen, können auf 70 cutten, dann ist es nicht unbedingt der Vorteil. Und zum Zweiten, sein Bodenkampf ist auf jeden Fall verbesserungsbedürftig, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Vor allem halt mit dem Gewicht, ne. Das hatte ich mir auch schon überlegt, als das nach Hause gekommen ist. Aber lass uns überraschen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit einem finnischen Kämpfer, genau, finnischen Kämpfer. Der kommt straight aus der UFC, und zwar Marwan Amerkani, steht 17 zu 9, 7 zu 7 in der UFC tatsächlich, also 14 Kämpfe in der UFC, Brutal. hat zuletzt im März 2023 gekämpft, also wie gesagt, direkt kommt er aus der UFC zu Octagon, hat 12 Siege durch Submission, also ist ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Bodenkämpfer. Und jetzt nenne ich euch einfach mal ein paar Namen, gegen die er in der UFC gekämpft hat, und dann wirst ihr wissen, so, warum er auch 7 Niederlagen dort hat. Er hat verloren gegen Arnold Allen, gegen Edson Barbosa, gegen Lyron Murphy. Also es sind schon wirklich Namen, die wirklich sehr, sehr weit oben sind in der Gewichtsklasse. Und von daher, ich würde sagen, ein sehr, sehr, auch einer der erfahrensten Kämpfer definitiv jetzt im Turnier. Und ich habe von ihm tatsächlich noch nichts gesehen, aber allein, dass er gegen solche Namen dort gekämpft hat und auch 7 Siege in der UFC hat, spricht schon für sich. Ja, tatsächlich, du hast nochmal einen Namen vergessen, gegen den er verloren hat, und das ist Shane Burgos. Ja, Wahnsehen. stimmt. Hat er aber auch Sieg gegen Chris Fischgold oder Danny Henry, Mike Grundley. Was kann man zu ihm sagen? Ich sage das nur, was ich gehört habe. Er ist scheinbar schon seit halbes oder dreiviertel Jahr dran, mit dem Promoter von Octagon einfach bei Octagon reinzukommen, einfach bei den Ja. Deep Sport Game Changer mitzumachen. Und ich habe so mitbekommen, er war einfach mal dran, der wollte gegen Losen Keter kämpfen. Und stell dir vor, Losen Keter hätte gegen ihn gekämpft. Wir haben gestern gesehen, was er mal wieder gezeigt hat, ne? Das ist das nächste, sag ich mal, sehr, sehr, sehr gute und sehr große, starke Name für nicht nur für Tippsport Game Changer, sondern für Octagon in Europa. Und ja, werden wir mal auf jeden Fall sehen. Ich habe nochmal auf die Schnelle nachgeschaut. Er repräsentiert auch SBG Ireland. Ja, spricht auch wieder für sich, viele Kämpfer aus Irland und auch aus dem SBG gehen mittlerweile zu Octagon. Ich glaube, Octagon hat auch zwei weitere jetzt unterschreiben lassen für Octagon, die jetzt auch in Prag kämpfen. Ich glaube, ein Engländer, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Parker, glaube ich. Bin mir gar nicht, nee, Parker. für die Prag. Newcastle-Veranstaltung, genau. Ja, oder so, ich bin mir nicht Newcastle. mal ganz sicher. Auf jeden Newcastle, exakt. Fall, ja, die arbeiten auch ein bisschen mehr zusammen. Was mich aber so ein bisschen wundert, der hat schon ein brutales Foto bei Tapology. Hast du schon mal nachgeschaut bei seinem Tapology? Was für Ich ein, hab's was für gerade ein. nicht vor Augen, um ehrlich zu Okay. sein, sag ich dir Kannst so. du mal später nachschauen? Ich empfehle euch auf Mal. jeden Fall nachzugucken. So ein cooles Bild habe ich bei Tapology wirklich noch bei keinem Kämpfer gesehen. Okay, dann lass uns mal weitermachen. Wir bleiben in deutschsprachiger Raum, und zwar sprechen wir über Mohammed Makhaev. Und über diesen Namen freue ich mich wirklich sehr. Ich habe sehr lange gewartet, bis im Oktagon endlich mal verpflichtet, denn er ist für tschechoslowakischen Raum schon ziemlich lange bekannt. Er kommt aus Wien, kämpfte bei XFN zu damaligen Zeiten, wo Oktagon am Kommen war, war auch XFN. Das war die Konkurrenz, größte Konkurrenz damals von Octagon gewesen. Und der war da einer von den größten Namen. Und der kämpfte zum Beispiel gegen Pokorny, gegen Buchinger und so wirklich. Oder sollte gegen Buchinger kämpfen, nicht, dass ich jetzt irgendwie Gegen la. Kohut hat er noch gekämpft. Ja, zum Beispiel gegen Kohout kämpfte er auch. Was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Pokorny, Shaib Yusuf, derjenige, der jetzt in Manchester gekämpft hat. Und die alle Jungs könnte er besiegen. Seine Kampfbilanz: 13 Siege, eine Niederlage. Und ich glaube, er ist der jüngste Teilnehmer, 24 Jahre alt.
hat Erfahrung aus UAE, Brave Combat Federation, österreichischer Supertalent, anders kann man das nicht nennen. Ja. Letzter Kampf durch No Contest, aber ich habe nicht wirklich nachgeschaut, was da genau vorgefallen ist. Hat 6 Siege durch KO, TKO, 2 durch Submission und 5-mal durch Decision. Nächster großer Name aus deutschsprachiger Raum, also aus Österreich, aus Wien. Und ich bin sehr gespannt. Ich mache schon jetzt so Kampfpaarungen, weißt du so. Aber Ich du bin musst dir echt bedenken, gespannt. egal wie die Boah. Kampfpaarungen sind, es werden Ja. brutale Fights sein. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze rausgelost wird. Das wurde, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben. Ich denke mal, in Prag gehe ich mal stark von aus. Bin ich mal gespannt. Denn übrigens im März, am 3.2., nee, am 2.3. soll das Ganze wieder wie letztes Jahr in der Ostrava Arena, die Achtelfinals sollen dort alle stattfinden. Das dazu. Ich würde sagen, dann machen wir weiter. Und zwar mit einem Kämpfer, der uns auch schon bekannt ist von Octagon, Akon Wandes, der Jedi, wie er sich selber nennt. Kampfbilanz 7 zu 2. Sein Octagon-Debüt hat er in Stranice gegeben, gegen Gogo-Chori. Erste Runde TKO gewonnen. Was mir dabei auffällt, ist auch, dass er, glaube ich, der Größte ist im ganzen Turnier mit 1,97. Oder ich weiß, wie groß ist Ronny? Ich weiß es gar Nee, nicht. seine Reichweite ist 1,97. Also er ist groß 1,85 und Groni ist Ah. 1,88 oder 87. Ah, okay. Ja, okay, dann habe ich es gerade verwechselt. Genau. Auf jeden Fall trotzdem einer der Größten, gehe ich mal stark von aus. Auch mit der größten Richtig. Reichweite. Und ja, alle Siege, die hat alle 7 Siege vorzeitig. Hat auch schon bei Bellator gekämpft. Auch so eines der Talente auf jeden Fall aus UK. Dem ich auch übrigens, auch wenn es viele Hater gibt, ich traue dem einiges zu, sage ich so, wie es ist. Also ich Ich würde weiß, nicht du bist da so sagen, ein dass bisschen ich anders. sein Hater gewesen wäre. Nee, 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 ist vollkommen legitim. Das kann jeder sehen, wie man das sieht. Ne? Aber ich bin kein großer Fan von ihm, das weißt du. Ich bin kein großer Fan von seinem Teamkollege, der auch eventuell zum den Turnier gepasst hätte. Aber dazu später. Akon Wanlis ist auf jeden Fall ein guter Sportsmann, muss man sagen. Sieht auch wie ein Sportsmann aus. Und hat gute Kampfbilanz, war auch einer der Trainer von der Octagon Challenge UK versus Ireland. Und hat auf jeden Fall seine Daberechtigung bei dem Turnier. Und das ist natürlich sehr interessanter Name aus England, die bei dem Turnier teilnehmen wird. Yes, mach gerne Genau, weiter. mehr hab ich zu ihm nicht zu sagen. Dann gehen wir weiter. Ich übernehme heute die ganze slawische Kämpfer, so wie es aussieht. Und sprechen wir über Predrag Bogdanovic. Er ist auch gerankt bei Fightmetrics auf Platz Nummer 203 in Leichtgewicht. Repräsentiert Serbien Novi Sad 14 zu 1. Sein Profidebüt in 2019. Also es ist noch nicht so weit, 2019. Und er hat schon 15 Profikämpfe auf seinem Konto. Bis vor kurzem hat er nur bei Serbian Battle Championship gekämpft. Also 14 Siege bei dem Veranstalter geholt. Luta Livre Background, überragender Grappler. Genau. Er hat Ja. Siege gegen einige erfahrene Kämpfer wie zum Beispiel Paulo Bananada oder Edmilson Sosa. Und sein letzter Kampf war eine Niederlage gegen einen UFC-Veteranen, und zwar gegen Will Brooks. Der Will Brooks habe ich auch bei Fightmetrics nachgeschaut. Aktuell ist es Platz Nummer 77 in Weltergewicht und das ist schon brutal Top 100. Und das war ein Titelkampf von Titan Fight Nights oder so Von in Titan Serbien. FC. Von Titan FC. Das ist halt, was mir halt so ein bisschen wo ich mir drüber nachdenke, er hat 14 Kämpfe in Folge in Serbien gewonnen, in der serbischen Veranstaltung. Und dann geht er halt zu einer anderen Veranstaltung außerhalb, ich weiß gar Auch nicht, in wo der Kampf Serbien. war. Auch in Serbien, Auch in okay. Serbien. Okay, auf jeden Fall zu einer anderen Veranstaltung und verliert dann so, was mir so ein bisschen so, Ja, ihr aber wisst schon, was guck ich mal, meine. ich möchte das nicht rechtfertigen. Er ist ein guter Kämpfer, ein guter Talent, aber gegen Will Brooks, Nummer 77 weltweit im Ranking, kann man schon verlieren. Verstehe ich deinen Punkt auf jeden Fall. Und in Weltergewicht. Das muss man auch sagen. Das ist auch so ein Kämpfer, der zwischen Ja. Leichtgewicht und Weltergewicht sich die ganze Zeit bewegt.
Er würde gefinisht, aber erst in fünfte Runde. Also Ja, Dampf auf jeden hat der, Fall. Power hat der, Ausdauer hat der. Und meiner Meinung nach, das wird einer der, wie soll ich das nennen? So ein Geheimfavoriten vielleicht von einem Turnier. Okay, gut, interessant, dass du das siehst, weil ich sehe ihn tatsächlich eher als Underdog. Aber lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, mein Spruch, lassen wir uns überraschen. Richtig, richtig. Nur halt, man muss immer so vorsichtig bei solchen Sachen sein, denn wenn man den Kämpfer nicht kennt, muss ja nicht bedeuten, Natürlich. dass er unbedingt schlecht ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Klar, in Serbien, genauso wie in Slowakei, Tschechien, in Polen, egal wo, kannst du hier deinen Rekord aufbauen. Aber wenn man Ja. sich den Predrag anschaut, was für Gegner er gekämpft hat, er hat keine Aufbaukämpfe gehabt. Ja. Also vielleicht erster, zweiter Kampf, ne? Wo man halt, aber was willst du da machen, wenn du selber 1-0, 2-0 Ja, stehst? Da natürlich, kannst du keiner natürlich. mit seinen Profikämpfen kämpfen. Nein. Ich denke, Potenzial ist da. Ich lasse mich gerne überraschen, wie du sagst, und bin echt sehr gespannt. Okay, nächster Gegner und nächster Teilnehmer, Daniel Torres. Dieser Name sollte einigen bekannt sein, steht 14 zu 5, ehemaliger KSW Champion. Ist übrigens der einzige, der den aktuellen KSW Leicht- und Federgewicht Champion besiegt hat, Saladin Parnas. Und das vorzeitig, also das heißt schon einiges. Aber was halt bei ihm so ein bisschen mitschwingt, ist halt einfach, er hat in der PFL einen Kampf gemacht und der wurde, glaube ich, annulliert, und zwar wegen Doping. Er war dort oder ist, glaube ich, sogar noch dort wegen Doping gesperrt. Ist jetzt, ich glaube, der Vertrag ist jetzt ausgelaufen, deswegen kann er jetzt bei Octagon kämpfen. Ja. Bei ihm ist halt diese Doping-Geschichte, die halt ein bisschen so rüberschwingt, aber nichtsdestotrotz ein guter Kämpfer. Hat, wie gesagt, Panas besiegt, war Ex-Champion bei KSW. Er Und ist auch ein brutaler Boris Typ. Mańkowski zuletzt auch besiegt. Schon Max Koga hat er besiegt, muss man Ja, das sagen. stimmt. Philipp Page, Ahmed Villa, also ne, nur, dass es den Leuten hier bewusst ist, Ja. über was für einen Kämpfer hier wir sprechen. Das ist absolutes Top-Niveau, was Europa angeht. Und ich habe nur wirklich gehofft, dass ihm Octagon verpflichtet, nachdem er von KSW zu PFL gegangen ist. Und dann PFL, diese Probleme, was er da hatte, ne? Doping, was du da angesprochen hast, habe ich wirklich nur gehofft, dass Octagon ihm verpflichtet. Und jetzt ist er soweit. Normalerweise ist es so ein Federgewicht, Leichtgewichtkämpfer, ne? Ich glaube, in Zukunft wäre echt sehr interessant. Ich könnte bei Federgewicht unbedingt auch mitmischen. Ja, ich spiele schon mit dem Gedanke gegen Losinkäter, denn wir suchen jetzt nach einem Gegner gegen Losinkäter, den ihm da besiegen wird. Weißt du, was ich meine? Okay, machen wir weiter. Yes, wir machen weiter und ich oder wir bleiben auf dem Balkan. Wir sprechen über einen Teilnehmer aus Montenegro, Miloš Janicic. 19 Profikämpfe, Kampfbilanz 16 zu 3. Ihm gehört den Platz Nummer 222 in Weltergewicht weltweit. Ist auch einer der Kämpfer, der zwischen 70 und 77 Kilogramm kämpft. 16 Siege und keiner seiner Siege ging durch Punkteentscheidung, ne? Also alle würden vorzeitig geholt. Ja, stimmt. Entweder durch TKO, achtmal TKO oder KO und achtmal durch Submission. Bei Octagon kämpfte er 2021, glaube ich, gegen Jaroslav Pokorny und gewann auch in dritte Runde durch eine Submission. Kämpfte bei KSW Croatia gegen Szymanski im Jahr 2019 und das war seine letzte Niederlage. Ein absolut universeller Soldat, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wie gesagt, ich habe von ihm auch noch nicht so viel gesehen oder beziehungsweise gar nichts. Kommt aus Montenegro. Ey, ich lasse mich so gerne überraschen, weil das sind so viele Kämpfer, die sich so gut anhören einfach, die auch sehr, sehr gute Rekorde einfach haben, die schon viel international gekämpft haben. Und wenn die aufeinandertreffen in so einem Turnier, auch viel, ich glaube, drei, vier Mal kämpfen gegeneinander oder so. Ich bin, ey, ich glaube, das wird sehr, sehr brutal nächstes Jahr. Und ich würde sagen, zu einem Kämpfer kommen wir jetzt aus Spanien, den ich auch schon live gesehen habe. Und das ist, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Alcoidan Duque. Wie gesagt, Spanier, 19 zu 4, 11 Siege durch Submission, also ein sehr, sehr guter Bodenkämpfer. Hat auch bei der PFL Europe in dem Turnier mitgemacht in Berlin, den habe ich live gesehen. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Doch, das war, Gegen glaube ich, gegen. Alexander Chisov. Genau. Den Kampf hat er zwar gewonnen, ist aber nicht weitergekommen, weil er, meine ich, das Gewicht verpasst hat, dadurch einen Punktabzug bekommen hat.
auch ein bisschen komisch abgelaufen. Dann aus dem Turnier rausgeflogen ist dennoch ein sehr, sehr guter Kämpfer. Wie gesagt, sehr guter Bodenkämpfer. Hat auch bei Brave schon einen Kampf gewonnen. Und ey, 19 zu 4 verspricht auch schon wieder einiges. Auch ein sehr, sehr guter Rekord. Er hat, glaube ich, viel in Spanien auch gekämpft. Und ja, wird sich jetzt Ja. Octagon anschließen und dort für Unheil sorgen. Ja, definitiv. Also ich habe da mal auch nachgeschaut. Er kämpfte im Jahr 2021 bei UAE Warriors 20 gegen Daniel Skibinski. Hat verloren, aber das ist ein riesengroßer Name aus Polen. Ja, starke Gegner, wie du schon mal gesagt hast. Er kämpfte auch bei SCC. Das ist die Veranstaltungsreihe in Spanien und ja, interessanter Name und sehr schön, dass der Octagon auch in Spanien quasi oder aus Spanien einen Teilnehmer hat. Das Ja. waren die 12, das waren die 12 Teilnehmer, die 12 bekannten Teilnehmer und ich möchte von dir jetzt, Julian, hören, deine Top 3. Die, von dem wir kennen, deine Top 3, aber jetzt geh mal nicht nach Sympathie, weil ich weiß, Nein, nein, ein, nein, so, was du denkst, was dein Kopf denkt. Versuch mal einfach dein Herz rauslassen und einfach mal mit nein. Kopf sagen, deine Top 3. Ich sag's dir auch. Ich gucke mir das nämlich nach. Ich gucke mir gerade nochmal alle Namen auf. Wenn ich so ein bisschen durchgehe, ich gehe auf jeden Fall mit Legerski, als einfach, wir nehmen es drei, ne? Auf jeden Fall mit Legerski, auf jeden Fall Paradeiser, wenn Kater nicht dabei ist. und dann gehe ich auch noch mit Jancic. Okay, Auch wenn ich krass. von ihm, Also. warte, warte, lass mich noch einmal kurz reden, auch wenn ich von ihm noch nicht viel gesehen habe, aber 16-3 spricht für sich. Und ich würde sagen, das sind meine Favoriten. Jancic, also von den Namen, von den 12, also die jetzt veröffentlicht worden sind. Legerski, Jancic, was habe ich noch gesagt? Paradeiser. Und Paradeiser, wenn Keita nicht dabei ist. Und ich möchte auch nochmal gerade meine Begründung sagen, weil viele vielleicht jetzt denken, okay, warum nicht Löschka oder Grabinski? Möchte ich auch nochmal sagen, beide haben, glaube ich, auch gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Aber ich habe irgendwie bei beiden, wie du auch schon eben gerade gesagt hast, irgendwie Angst mit dem Gewicht so oft auch machen, weil auch bei Dirschka war jetzt auch das, glaube ich, das letzte Problem. Er sah schon ziemlich fertig aus mit dem nach dem Gewicht machen. Und da waren es, glaube ich, 71,4 oder so, also Catchweight sogar. Und bei Grabinski auch. Ich sage ehrlich, ich sehe beide nicht gewinnen, sage ich so, wie es ist. Wir sind hier, wir sprechen hier ganz offen und deswegen ist Ja, das meine Meinung. Auch richtig. wenn ich beide sehr, sehr mag. Richtig, auch wenn wir uns das gewünscht hätten, mit Herz sind wir immer dabei, aber wenn Yes. man hier einfach, wir können das gerne so separieren hier im Podcast, lass mal einfach deinen Kopf sprechen, lass mal dein Herz sprechen und heute lassen wir erstmal Kopf sprechen. Bei mir von den allen Teilnehmern steht natürlich auf der allerersten Stelle Ronald Paradeiser, ich muss mir das merken. Ronny Paradeiser, denn auch gestern nach der Leistung gegen Buchinger hat es nur bestätigt bei mir. Ne? Den Kampf habe ich nochmal so richtig im Kopf. Den Platz Nummer 2 würde ich tatsächlich Daniel Torres geben in meiner Welt. Und Legerski wäre auch in Top 3. Denn das wären meine Top 3 Kandidaten aktuell. Aber ey, wenn man sich das anschaut, sorry, Ey, Grabinski, vielleicht Machachev kommt wäre auch Makhachev, interessant. wer weiß, 70 Kilogramm, hey, Ey, 300.000 Euro, was geht ab? das ist einiges. Ey, Send me aber. location. Ey, aber ich finde halt, das Interessante ist halt bei einigen, warte kurz, bei den Kämpfern wie zum Beispiel Amir Khani, Bogdanovic, Machaev, Jancic und so, das sind so Kämpfer, so wo ich, hatte ich nie so auf dem Schirm oder so, sind ein guter Rekord. Habe ich aber gefühlt noch nie von gehört, weißt du? Und ich bin echt gespannt, was die reißen können. Ich glaube, von vielen von denen, die man noch nicht gehört hat, werden wir ganz sicher begeistert sein, denn ich kenne einige von denen. Ich habe einige, vor allem Machaev, der war so dominant. Das ist wirklich, ich glaube, er war 19 oder 20, wo er gegen Pokorny gekämpft hat und hat den Pokorny einfach dominiert. Und
Er war der Grund, warum Jaroslav Pokorny seine Probleme mit dem Knie hatte. Ne? Wir haben uns schon mehrmals unterhalten über Pokorny. Sein Bein sollte amputiert werden, weil er hat da so eine Staphylokokkeninfektion bekommen. Er war verletzt, operiert, dann kam Staphylokokkeninfektion ins Spiel. Und das war nach der Verletzung gegen Machaev. Und ich sag dir, von dem wirst du ganz sicher begeistert sein. Aber ey, lass uns mal anders mal nochmal darüber sprechen. Lass uns mal heute noch 5 Minuten quatschen über mögliche Teilnehmer. Wer sollte deiner Meinung nach nochmal dabei sein? Und lass uns mal bitte austauschen, weil ich habe mir auch einige Namen aufgeschrieben. Kann man nur kurz begründen, warum sollte derjenige dabei sein? Nur mal ganz kurz. Ja, also ich würde sagen, wenn man vielleicht so ein bisschen in Deutschland sich umguckt, dann wäre ich auf jeden Fall bei Hafini Nafuka. Wenn er sein Problem mit dem Bein behoben hat, wenn das alles zeitlich passt, dann er, weil ich glaube, er kann da auch gut aufräumen, so als Jungspund und so. Er wäre auch dann der Jüngste. Aber vielleicht auch einer wie Alexander Werdko, der, Habe ich glaube ich, gesagt, in lass Deutschland. mal 1-1 machen, Junge. Ach so, ah. Alles gut. Ich mache nur Spaß, weil ich habe jetzt Wertko gehabt. Dann sprechen wir einfach weiter Ja, über Wertko. ja, okay, du kannst ja auch noch was sagen. Aber Herr Wertko, in Deutschland würde ich sagen, hat er keine Konkurrenz mehr. Und er war jetzt lange ohne Fight, soweit ich weiß, auch aus der NSC raus. Und lass ihn da kämpfen. Ich sag dir ganz ehrlich, der Typ ist brutal. Definitiv, ja. Das sind die zwei Namen aus Deutschland, die mich interessieren würden. Und Ja. wenn ich das schon mal länger gesehen habe, könnte ich mir auch Michael Degaschek vorstellen, in 70 Kilogramm zu kämpfen. Sobald er fit ist und gesund, glaube ich, der könnte da auch auf jeden Fall richtig Gas geben. Aber das war Ja. nur so an der Seite. Name wie Losunketa, darüber braucht man nicht sprechen, warum er dabei sein sollte. Und wenn er dabei ist, dann wird er ganz sicher zum einer der größten Favoriten von ganzen Event sein. Okay, dann sag mal nächster Name. Boah, jetzt hast du mich, glaube ich, gerade kalt erwischt. Okay, dann sage ich Hast du dir, noch sage ich welche? dir. Ja. Ja, mein Lieblingskämpfer aus Irland kannst du zum Beispiel sagen. Ich glaube nicht, dass Shamrock dabei sein wird. Also ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da ehrlich eine Chance hat, sag ich so, wie es ist. Wieso? Ich mag ihn einfach nicht. Nee, nee, also er ist mir auch unsympathisch, brutal unsympathisch. Ne? Ja. Darüber braucht man nicht sprechen. Ich glaube, wenn er in Ostrava gekämpft hätte, sowas haben die Octagon-Fans noch nie erlebt, so eine schlechte Atmosphäre bei seinem Kampf, weil die Zuschauer werden ihn einfach auseinandernehmen. Er hat sich so unbeliebt gemacht. Ne? Er schießt gefühlt gegen jeden Tscheche, gegen jeden Slowake und keiner hat ihm was angetan. Ne? Das ist ein Trash-Talk, die Stars. Er ist mir auch so unsympathisch, sage ich ehrlich, wie es ist. Er ist kein Kämpfer, den ich irgendwie gefeiert hätte. Aber kämpferisch könnte er da auf jeden Fall mitmachen, denke ich mal. Shamrock. Ja, Okay, dann habe ich nochmal einen Namen aus Tschechien. Er kämpft aber jetzt aktuell bei Weltergewicht. Aber vielleicht lässt er sich überreden für das Preisgeld. Das wäre der Matuš Kohout. Ich glaube, das ist aktuell einer aus Tschechien, der könnte da als Teilnehmer dabei sein. auf jeden Fall. Mir fällt gerade noch einer ein. Und da ist mir so eine Erinnerung, und zwar gestern auf der Pressekonferenz. Und zwar hat ein Pressesprecher den André gefragt, so, ey, wie sieht es mit Buchinger aus? Macht er vielleicht bei dem Turnier mit? Was macht er? Und was ich echt krass finde, und er meinte so, ey, Buchinger hat immer einen Platz in unserem Herzen drin. Wenn er beim Turnier mitmachen will, darf er das machen. Wenn er irgendwelche Superfights machen will, darf er das machen. Er kann alles machen, was er will. Ja, Und der darf ey, ich machen, was kenn's. er will, genau. Cool. Ist natürlich blöd, aber ich check schon, was sie so damit meinen. Ist Anerkennung. Und Das ist einfach ja, Anerkennung und richtig. verdammten Respekt, den man eine Legende zollen soll. Und es ist nicht so, dass die Legende irgendwo nach Hause gekommen ist und hat sich irgendwelche leichte Kämpfe Ja. ausgesucht und so ist er zum Champion geworden. Sondern der Typ hat es nicht mehr so wirklich nötig gehabt. Er hat schon alles bewiesen. Cage Warriors Champion, M1 Global, okay, gegen Conor McGregor, der Kampf lief nicht besonders gut, aber wie viele haben schon gegen Conor McGregor aus Deutschland gekämpft? Auch Dennis Siwert zum Beispiel, verstehst du, das ist auch so eine Legende. Ja. Und meine ich ja, der hat auch bei Octagon abgeliefert, ist super sympathisch, macht für die Organisation einiges.
Und das ist so wie Donald Cerrone in der UFC, weißt du. Der wird vielleicht jetzt nicht mehr Champion sein, aber kann seine Superfights machen wie gegen Conor McGregor und Ja, sein Ding richtig. einfach machen, ja. Das ist echt sehr nice. Ich habe da noch ein paar Namen. Zum Beispiel, wir haben Frankreich, oder nicht wir, Deutschland, Octagon hat Frankreich ein bisschen ausgelassen, bis dato. Da wären zwei Namen, die mich vielleicht interessieren würden. Zum einen ist es Tunkara, der kämpft ja demnächst gegen Richard. Richavi. Ja. Genau. Tunkara könnte da kämpfen. Oder den Demian Lapillus, der hat aber auch ein ähnliches Problem wie der Kollege Torres. Aber bei Ares Fighting in Stimmt. Frankreich, ne? Ich glaube, seine letzten 6 oder 7 Kämpfe, die würden nicht auf No Contest geändert, sondern auf Niederlagen. Schau mal, sein Topology. Kann ich gar nicht mehr geguckt, Schau dir später einfach Damien Lapillus an. Und ja. einer deiner absolute Lieblingskämpfer würde ich zutrauen, dass der dabei ist, der auch bei der letzten Staffel dabei war. Und du kannst sagen, wer das sein könnte. Was? Ja, Meinst du wer bei war dein 77? Favorit? Ja, wer war da dein Luis Favorit? Griezmann, meinst du? Richtig. Wenn er 70 Kilo packt, ich weiß nicht, ob Ja, er es, safe. ja? Safe, safe. Dann würde ich ihn gern da sehen. Ey, er hat schon auch länger nicht jetzt gekämpft. Ich würde ihn gern da sehen, sage ich so, wie es ist. Also, ich würde Und es jetzt, feiern. wenn er dabei wäre in 70 Kilogramm. Ist mein Favorit. Er ist Ey, der Typ brutaler, ist brutal. Ringer, ne? Also, Und er wird auch physisch viel, viel stärker sein als die meisten wahrscheinlich. ja gut, also ich habe das so mal rausgehört beim Podcast, ne, von Novotny, denn ich ziehe mir jede Folge rein, wenn ich Auto fahre oder wenn ich koche oder sonstiges. Und er meinte, ja, vielleicht wird der Luis Klinsmann auch jetzt eine Chance greifen und nochmal bei 70 Kilogramm mitmachen. Das hat er aber schon vor 3, 4 Wochen gesagt. Werden wir mal sehen. 8 Plätze sind noch frei, inklusive Ersatzkämpfe. Und wir lassen uns gerne mal überraschen. Ich glaube, wir machen hier Cut. Wir machen Schluss mit heutiger Folge. Wir haben ziemlich gut gequatscht hier über den Tippsport Game Ja. Changer. Und wie ihr, liebe Zuschauer, seht, ich und Julian, wir könnten uns hier weiterhin wahrscheinlich 2 Stunden unterhalten. Und jedes Mal würde einer von uns mit einem Namen um die Ecke kommen. ja, auf jeden Fall. Das war's mit der Folge, würde ich mal sagen. Ich möchte nochmal hier am Ende sagen, Dankeschön, dass ihr uns supportet. Letzte Folge ist echt sehr gut angekommen. Danke für die Kommentare, danke für die Unterstützung. Schätzen wir sehr. Und ja, ich will mal einfach mal sagen, sportfrei, schönen Abend, schönen Tag euch. Zieht euch die Folge rein, lasst mal ein Abo da und viel Spaß bei Zuschauen habt ihr hoffentlich gehabt. Haut rein. Aus.